So, zum Räuchern nehmen wir einfach einen Topf. Wenn Sie haben, können Sie einen alten Topf nehmen und tun ihn erstmal erhitzen, ohne dass was drin ist. Und das dauert einen Moment, bis der richtig heiß ist. Dann brauchen wir Räuchermehl, gibt es in jedem Anglerbedarfsladen. In kleinen Mengen. Im Anglerladen in kleinen Mengen, im Fleischereibedarf nur in großen Mengen, ist im Haushalt immer schwierig. Ja. Und dann brauchen wir für den Topf ein passendes Gitter. Das hätte ich dann hier. Wir warten einen kleinen Moment, bis das heiß wird und dann geht es weiter. Wenn der Topf heiß ist, einfach das Räuchermehl nehmen und reinlegen. Nicht zu viel und ein bisschen rein. Und jetzt sehen Sie schon, wie es anfängt zu qualmen. Das Gitter rein und unsere Enden einfach drauflegen. Und jetzt ein Deckel, der genau passt. Und jetzt dauert das ungefähr 10 Minuten. Je nachdem, wie viel Hitze Sie drunter haben. Es sollte dann nicht allzu heiß sein, nicht, dass das Räuchermehl total verbrennt. Dann wird es zu bitter und zu aufdringlicher Geschmack. Das muss man so ein bisschen Gefühl haben. Aber wie gesagt, es geht im kleinen Topf. Sie brauchen keinen teuren Räucherofen. Sie können auf diese Weise alles räuchern, was Ihnen beliebt. Und es lohnt sich, sage ich Ihnen. Sehen Sie, jetzt räuchert das schon sehr, sehr schön. Und die haben schon eine herrliche Farbe angenommen. Und es kommt auch langsam schon Spannung in die Ente. Jetzt drehen wir die kurz. Und man merkt schon, dass sie nicht mehr lapprig sind, sondern Spannung kriegen. Es dauert jetzt nur 2-3 Minuten und dann sind die gut. Die Hitze ist jetzt relativ hoch. Wir gehen mal auf dem Herd ein Stück runter mit weniger Hitze und lassen die noch 2-3 Minuten. Und jetzt hat die Ente schöne Spannung und jetzt können wir sie rausnehmen. Und sieht das nicht lecker aus? Jetzt einfach die Ente ruhen lassen. Wenn die so schön lauwarm, küchenwarm ist, schmeckt die fantastisch, die muss nicht heiß sein. Durch die Ruhezeit verteilt sich das Blut auch nochmal, dass wir durchgehend rosa eine wunderschöne, saftige Entenbrust haben. Sie werden begeistert sein. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de